Wir stehen hier in der Winterackerbohne GL Arabella. GL Arabella nutzt die Winterfeuchtigkeit deutlich besser als die Sommerform. Sie bietet daher auch eine höhere Ertragsstabilität und in Trockenjahren auch höhere Kornerträge. Interessant ist, wenn man sich hier die Winterform anschaut, dass sie doch deutlich schon weiter ist im Hülsenansatz, sehr dicke Hülsen schon ausgebildet hat und das heute am 18. Juni. Interessant ist auch, dass die Winterackerbohne im Oktober, Mitte Oktober gesät, auch eine Bestockungsneigung zeigt und hier drei Triebe gebildet hat. Im Gegensatz dazu hier die Sommerform, die im März gesät worden ist, Mitte März gesät worden ist. Und hier kann man sehr schön sehen, der Hülsenansatz geht hier auch schon los. Sie hat keine Bestockung und hat im oberen Teil auch noch jetzt Blüten, wo der Schotenansatz erst in den nächsten ein, zwei Wochen dann zu erwarten ist.